Oh, ich habe natürlich wieder die Kamera vergessen mitzunehmen. Ich hoffe, dass es geklappt hat, dass ich euch die beiden Schnipsel vorher einblenden konnte. Ja, wir waren gerne jetzt mit der Familie und war lecker. Und nächste Woche geht es wieder hin. Und ja, heute gibt es weihnachtliches, alles, was ich zum Basteln hier habe, was neu ist. Also einen kleinen Bastelhall für Weihnachtskrams, Basteln, Weihnachtskarten und so weiter. Und Geschenke und so. Das habe ich alles in diesem kleinen Tütchen. Und ach, ich habe ja noch mehr. Kann mir heute noch mal Sticker dazu. Gut, die werde ich jetzt auch noch holen. Und dann werde ich euch die zeigen, bevor es mit dem eigentlichen Vlog wieder losgeht. Nicht wahr? So, also los geht's. Und zwar fange ich mit den Stickern an von diesem Jahr. Die Weihnachtssticker. Da gibt es zum einen diese süßen Rentiere. Ja, das ist witzig. Sieht man überhaupt was? Blendet ein bisschen so, ist besser. Wenn jetzt gerade gleich das Bild läuft, ne? Na ja. Dann haben wir hier ein paar Engelchen. Jede Menge. Ja, ich muss mich angewöhnen, dass ich es so halte, weil das Licht so ein bisschen spiegelig. Und hier sind auch noch Sticker. Alles von Zeitschriften natürlich, wie man sieht. Die sind auch sehr süß. Hier ist zum Beispiel Diablo im Weihnachtslook. Moment, ich komme mal ein bisschen näher. Da sieht man ihn. Süß, oder? Jo, dann haben wir hier noch. Das sind keine Sticker. Das sind einfach nur diese Kärtchen, die man an Geschenken gerade machen kann. Finde ich auch total putzig. Kann man immer gebrauchen. Werdet ihr gleich noch sehen. Und dann noch so ein paar mit Sprüchen und anderen Süßigkeiten, wollte ich gerade sagen. Süßen Sachen. Jo, gut. Dann weiß man das. Dann habe ich mir noch ein Kartenbastelset von, von Shibo mitgenommen, weil ich habe gemerkt, dass ich nicht so viel dunkle Farben habe und für Weihnachten passt ja eher das Dunkle als Pastell oder sowas. Deswegen habe ich das noch mitgenommen. Dann hat meine Mutter mir diese Sets von Aldi wieder mitgenommen. Oh, mein Akku blinkt, ich hoffe, das reicht noch. Wenn nicht, dann muss ich jetzt mal auf den Akku wechseln. Aber die habe ich schon vom letzten Jahr. Deswegen sieht das ja auch gar nicht so gut. Deswegen kommen die in meine Backup-Kiste. Genauso wie die. Und halt die gleichen. So, und dann war ganz per Kick diese hier. Auch so für Geschenke und so weiter. Da sind 5 Blätter drin, also ordentlich was. Dann gab es per Kick noch diese Stanze. Komm mal ein bisschen näher. Schneeflocke, Tannenbaum, Stern. Und Stickerze auf Klo, ganz toll. Es ist immer praktisch, wenn man gerade hier. Da ist der nächste auf Klo. Das ist Klo-Time gerade. Rentier, Engelchen und Weihnachtsmann. Dann haben wir hier, wir machen ja Weihnachten bei uns. Und da haben wir immer so kleine Geschenke nochmal dazu. Und dafür haben wir dann für die zum auf den Tisch stellen dieses jetzt mitgenommen. Da sind immer 6 Stück drin. Das ist jetzt Sets. Und dann gab es da auch noch bei Kick die lustigen, was ist denn so rum? Spiegel alles ein bisschen. Geschenkanhänger und diese Geschenkanhänger. Ja. Und eine andere Geschenkboxen, wenn man irgendwas Kleines zu verschenken hat. Dann noch diese Tütchen, Kekse und so. Und das Geschenkset, das habe ich ja schon für Geburtstag, das gibt es dafür Weihnachten. Ganz toll. Und dann gab es noch diese Sticker. Moment. So. Die sind natürlich nicht so klein, die sind größer. Aber eben diese 5 verschiedenen, 50 Stück drauf. Das heißt für jeden 10, auch für Geschenke. Und dann noch so ein Stempelset. So. Sieht wahrscheinlich auch nicht so gut. Sekunde. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie lang. So lang. Das Stück nicht scharf gerade, das ist ein bisschen so. Das ist ein bisschen schräg. Was haben wir denn hier? Also alles mit so Pinguinen. Pinguin Geschenk. Pinguin beim Backen. Pinguin auf Schlitten. Das ist gerade schon wieder auf Klo. Dann haben wir noch einen Weihnachtsmann. Ein Weihnachtspinguin, ich weiß gerade gar nicht. Dann Pinguine, die sich gegenseitig was schenken. Und ein Rentier, glaube ich, war das. Ja. Und zwei Stempelkissen. Tschüss Mia. Genau, das war jetzt alles. Und jetzt wechsle ich den Akku und dann geht's mit dem Vlog weiter. Bis gleich.
Da hinten ist gerade Feuerwerk. Oh Mann. Ein bisschen sieht man es. Eben war Dollar. Aber da wollte die Schärfe gerade noch nicht. Oh, es hat aufgehört. Jetzt, wo ich die Schärfe einigermaßen drin habe, war nämlich gar nichts. Na toll, das nennt sich Vorführeffekt. Egal. Ich habe mich gefragt, was gerade so rumpelt. Irgendwie klappt das alles noch nicht so richtig. Ich bin gerade im Wohnzimmer beim Lesen eingeschlafen. Ich lese übrigens das da. Ja, aber irgendwie. Jetzt kann ich nicht wissen, was. Das ist auch eine wunderbare Uhrzeit. Was ist denn da passiert? Sehr merkwürdig. Okay, jetzt gehe ich jetzt schlafen. Daniel noch nicht, aber ich gehe schlafen. Ich hoffe, es wird im Laufe der nächsten Tage noch besser werden. Vielleicht morgen. Morgen wird bestimmt besser, weil, dass ich jetzt unscharf bin, morgen habe ich was Größeres vor. Also, endlich ich, aber Daniel muss mitmachen.